So, da bin ich mit meinem Let's Play Another Code doppelte Erinnerung. Im letzten Teil haben wir D getroffen. Und ich denke, das Kapitel müsste doch jetzt mal vorbei sein. Nein, eben noch nicht. Es ist noch nicht ganz vorbei. Und wir haben herausgefunden, dass D ein Geist ist. Und dass er schon 57 Jahre auf dieser Insel lebt und sich fragt, wieso. Geht's nicht weiter, oder wie? Cool. Oh, geh rein. Danke. Jessica, Papa. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Was sind das nur für verfallene Gebäude? So. Nee. So, hier werden wir etwas finden. Da ist ein alter Werkzeugkasten. Ein Zahnrad. Ob dieses Zahnrad wohl Zahnrad erhalten? Na, Ashley, wo gehört das rein? Also hier gibt's eigentlich nichts mehr. Das ist ein alter Werkzeugkasten. Mit sehr viel drin. Eine Drahtbürste. Die Drahtbürsten sind kaputt. Super. Ja, mehr gibt es ja auch nicht zu sagen, außer dass das hier aussieht wie eine Mine. Aber wir gehen jetzt wieder zurück. Denn wir haben ja das fehlende Zahnrad des Tores gefunden. Und was können wir damit machen? Genau richtig, es in das Tor stecken. Wer hätte das gedacht? Und können dann damit dann das Tor öffnen. Und wie öffnen wir das Tor? Mit dem Zeichen auf dem Schild von dem Wegweiser. Das werden sich gut merken sollte. Aber man kann es ja nochmal nachsehen. So, wir schauen uns nochmal den Wegweiser an. Das Zeichen sieht genau so aus. Wir können sogar ein Foto davon schießen. Halt, halt, stopp, 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 stopp. Wir können nämlich nur das Tor anklicken mit unserer Untersuchfunktion. Ja, das Tor ist abgeschlossen, das wissen wir schon. Um dieses Tor zu öffnen. Ohne Zahnrad geht es nicht. Ja, jetzt müssen wir hier draufklicken und dann auf Zahnrad und dann auf Verwenden. Zahnrad verwendet. Wenn man das hier einsetzt. So, jetzt brauchen wir. Dieses hier und dieses hier. Nein, falsch. So, jetzt da. Jetzt haben wir's. Ja, auch ich kann Fehler machen, auch wenn ich das Spiel auswendig kenne, aber das Zeichen habe ich immer schon nicht gemacht. Und beim Nintendo DS ist es auch einfach, man kann sich dann das Bildchen anschauen. Das Tor hat sich geöffnet. Na dann rein mit uns. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Und wir laufen jetzt nicht geradeaus, sondern. Das war doch jetzt hier irgendwo, oder? Oder auch nicht. Okay. Das ist halt eben eins weiter drin. So. Nein, da ist es. Die Tür ist einen Spalt breit offen. Aber da liegt ja etwas auf dem Boden.
Das ist doch Jessicas Brille. Ob Jessica wohl in dieser Hütte ist? Ashley hebt die Brille auf. Na dann schauen wir doch mal nach. Jessica, hier ist wohl niemand. Ein aufgeschlagenes Buch. Wer hat wohl darin gelesen? Ein hölzerner Tisch. Ja, toll. Auf dem Tisch stehen Bücher. Was sind das denn für Bücher? Hier stehen verschiedene Bücher. Ja, wunderschön. Aber das ist wichtig. Eine Karte neben den Büchern. Das sieht aus wie eine Speicherkarte. Ob man die wohl mit dem Das lesen kann? Das Karte erhalten. Du steckst die Karte in das Das. In das Das, wie das klingt. Liebe Ashley, entschuldige, dass ich dich nicht abholen kann. Es hat lange gedauert, aber endlich ist das Annala fertig. Endlich zeigen Sayakos und meine Forschung ein Ergebnis. Ich erwarte dich in der Villa, auf der anderen Seite des Tores. Das ist eine Nachricht von Papa. Papa wartet auf mich. Ganz genau, Ashley. Und da wir. Halt, stopp. Ups. Die Tasche können wir noch anklicken. Auf dem Tisch liegt eine Tasche. In der Tasche ist etwas. Das werden wir uns auch noch gleich rausnehmen. In der Tasche sind Dokumente. Was sind das für Dokumente? Das ist ja nur die Titelseite. Auf der Titelseite steht etwas. Another Forschungsbericht. Verfasser Richard Robbins. Sayako Robbins. Was? Das sind doch die Namen von Papa und Mama. Haben etwa Papa und Mama diesen Bericht Titelseite erhalten? Hier scheine ich auch keine Spur von Jessica zu finden. So, dann wäre noch hier wichtig, die Karte neben der Tasche, die ich jetzt nicht mehr anklicken kann. Die klickt ihr dann einfach bei euch selber einmal an und schaut, was danach ist, weil ich bin mir nicht mehr sicher, ob die wichtig war. Und ich weiß nicht, nochmal alles von nochmal und nochmal machen bei dem Emulator. In der Kiste liegen Eisenkugeln. Unter den Eisenkugeln sind große und kleine Exemplare. Ja, diese sollte man sich auch merken, denn wir brauchen sie noch. Ah! D. Ashley. Hier warst du also. Hallo. Das Tor trägt Verzierungen. Ah. D. Ashley. Du warst plötzlich verschwunden. Ich habe dich gesucht, aber warst du böse, weil ich gesagt habe, dass ich dir nicht helfen kann, deine Erinnerung wiederzufinden? Nein, so war es nicht. Als du geredet hast, habe ich mich an etwas erinnert. Dies Erinnerung. Und woran hast du dich erinnert? An meinen Vater. An deinen Vater? Also du sagtest, du wolltest dich mit deinem Vater treffen. Obwohl du doch gedacht hattest, dein Vater sei tot. Als ich das hörte, habe ich mich auf einmal wieder erinnert. Und woran? Ich habe mich daran erinnert, dass mein Vater tot ist. Was? Mein Vater ist tot. In der Villa auf der anderen Seite dieses Tores. Hat damals Franny gelebt und in dieser Villa ist Vater die Villa. Da ist eine Villa auf der anderen Seite des Tors. Ja. Und da ist sein Vater gestorben. Aber wieso? Ich weiß es nicht. Aber ich erinnere mich bestimmt, wenn wir in die Villa kommen. D. So ist das also. Die Villa auf der anderen Seite des Tors
ist der Ort, an dem Lees Vater gestorben ist. Und außerdem wartet dort mein Papa auf mich. Schon irgendwie komisch. Ashley. Was? Hast du deinen Papa gefunden? Nein, immer noch nicht. Aber ich weiß jetzt, wo er ist. Und wo ist er? Auf der anderen Seite des Tors, in der Villa. Punkt, Punkt, Punkt. Franny. Und wer ist Franny? Vielleicht eine Bekannte. Eine Bekannte? Als ich mich an Vater erinnerte, fiel sie mir plötzlich ein. Es war Franny, die mich immer D genannt hatte. D. Alles wird gut. Langsam fällt dir alles wieder ein, woran du dich erinnern wolltest. Ja, hoffentlich. Ich frage mich nur, wieso dir das bis jetzt nicht eingefallen ist. Ich musste dich erst treffen. Seit wir uns getroffen haben, fallen mir Dinge ein, an die ich mich nicht erinnern konnte, solange ich allein war. D. Rechts ist eine Skulptur einer Hand. Links ist eine Skulptur einer Hand. In der Hand ist eine Art Kugel. Und das Tor ist zu, nicht wahr? Das Tor versperrt die Sicht. Es ist abgeschlossen. Nun, wie jeder ja nun sich schon denken kann, was wir jetzt machen müssen. In der Kiste liegen Eiskugeln. Und in den Eiskugeln, Eisenkugeln sind große und kleine Exemplare. Nun komm schon. Fragezeichen. Das Tor versperrt die Sicht. Es ist abgeschlossen. Links ist die Skulptur einer Hand. In der Hand liegt eine Art Kugel. Rechts ist die Skulptur einer Hand. Sie ist aber leer. Diese Hand ist leer. Ob das vielleicht. So, jetzt muss es aber funktionieren. Ihr müsst bedenken, es ist schon Ewigkeiten her, dass ich dieses Spiel gespielt habe und ja, gebt mir alle Mühe. In der Kiste liegen Eisenkugeln. Eine kleine Eisenkugel. So eine kleine Kugel kann bestimmt selbst ich tragen. Eisenkugel erhalten. Schon das an, was ich alles mit mir rumschleppen kann. Ach ja. Ja, wissen wir. Diese Hand ist leer. Ob das vielleicht. Wir müssen alles per Hand auswählen. Eisenkugel verwendet. Wenn ich diese Kugel in die Hand da oben bekomme. Gleich beim ersten Mal geschafft. Wow. Geschafft. Das Tor ist auf. Los, Tee, lass uns gehen. Aber was ist denn? Willst du etwa nicht? Darf ich denn mitkommen? Hey, Tee, komm schon, lass uns gehen. Vielleicht werden wir ja sogar Freunde. Freunde?
Ich hatte bis jetzt auch noch keinen Geist als Freund, aber ich suche meinen Vater. Du suchst deine Erinnerung. Und in der Villa finden wir vielleicht beides. Also komm schon, Dee. Da fällt mir wieder ein, was der Kapitän gesagt hat. Tja, aber hier, genau an dieser Stelle, beende ich jetzt dieses Video. Wir sehen uns im nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.